Frau Dr. Lange, es gibt jede Menge neue Studien zur Volksseuche Diabetes. Was gibt es da aus Ihrer Sicht besonders Bemerkenswertes? Meine Spezialität ist so ein bisschen zu schauen, womit kann ich Patienten behandeln? Also Schlagwort ist individualisierte Patiententherapie. Schauen, welcher Patient braucht welches Medikament. Und meine Spezialisierung ist halt, mit dem Patienten zu versuchen, ohne eine Insulintherapie auszukommen, mit modernen, reparierenden Medikamenten. Zu Insulin gibt es nicht viele neue Studien und vor allen Dingen gibt es keine, die im Langfristigen einen Überlebensvorteil zeigen. Das gibt es aber zu zwei ganz besonderen modernen oralen, heißt Tabletten, Antidiabetika. Das Metformin kennt jeder, das gibt es schon lange, das ist unsere Standardmedikation. Und im Zusatz zu dem Metformin gibt es zwei Wirkstoffklassen. Die eine Wirkstoffklasse sind die sogenannten DPP-4-Hämmer. Da ist der Hauptvertreter das Sitagliptin mit der TICOS-Studie und das andere ist das Empagliflozin, heißt SGLT2-Inhibitor. Da ist der Wirkmechanismus Zuckerausscheidung über den Urin. Das ist die EMPA-REC-Studie und das sind die beiden Studien, die wir im Moment diskutieren. TICOS-Studie zum Sitagliptin hat gezeigt, dass Patienten ganz sicher sind, dass kein erhöhtes Risiko ist, dass die Therapie gut läuft, Patienten damit gut einzustellen sind, ohne irgendeinen Schaden. Keine erhöhten Bauchspeicheldrüsenkrebsraten, keine erhöhten Bauchspeicheldrüsenentzündungsraten bei gleichem Langzeitüberleben. Und die EMPA-REC-Studie hat gezeigt, dass mit dem Empagliflozin die Patienten ein Stückchen länger leben, etwas weniger Herzschwäche haben, aber eben gehäuft Blaseninfekte, Pilzinfektionen, sodass man das mit dem einzelnen Patienten besprechen muss. Was für ihn jetzt das Beste ist, im Hintergrund die Studie mit der Information statistisch, aber auf den Einzelmensch runtergebrochen. Das ist die Herausforderung der Therapie. Heißt das in der Praxis, Sie müssen sehr viel mehr mit den Patienten sprechen und auch viel mehr beratend einwirken? Ja, also jeder Patient bekommt erstmal ein Gespräch, wo wir über Ernährung sprechen, über Bewegung, über die Möglichkeiten seines Alltags, wie er das gestaltet, was er vielleicht ändern kann, was gut wäre zu ändern. Und dann überlegen wir gemeinsam, wo will er hin, was ist das Therapieziel, welche Therapie. Und ganz viele Patienten möchten eben versuchen, mit guten Tabletten, mit Tabletten, die keinen Unterzucker machen können, die keine Gewichtszunahme machen, die sich mit ihren anderen Tabletten vertragen, die für ihr Herz gut sind, eben nicht gerne Insulinspritzen, haben viele Patienten Angst vor. Und dann überlegen wir gemeinsam, was an Lebensstil, die beste Tablette kann nicht helfen, wenn ich jeden Tag drei Weißmehlbrotchen mit Honig esse und drei Teller Spaghetti. Also einen Kompromiss finden, was kann man am Lebensstil ändern und dann eine reparierende Tablette dazu, die seinen Alltag unterstützt, die ihn seinen Alltag managen lässt mit guten, besseren Blutzuckerwerten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für Ihr Fachgebiet? Dass diese individualisierte Therapie auch gesundheitspolitisch möglich ist. Es ist ja im Moment immer im Fluss, was sagt das Arzneimittelneuordnungsgesetz, was sagt der gemeinsame Bundesausschuss zu Therapieprinzipien, die wir im Alltag als Diabetologen täglich nutzen. Und da ist eben die Herausforderung aus meiner Sicht, dass uns immer ganz viele Therapiemöglichkeiten weggenommen werden für Menschen mit Diabetes aus bestimmten politisch-logistischen Gründen. Und das ist total schade, weil es für die Zukunft, fürs Langzeitüberleben von Diabetiker sicherlich richtig ist, eine gute Therapie zu bekommen. Stehen da Kostengründe im Vordergrund? Im ersten Schritt wird analysiert, ob Studien einen Erfolg bringen, aber im zweiten Schritt sind es ganz bestimmt die Kosten. Nicht immer und nur, sondern man sagt ganz konsequent, dass bestimmte Sachen erfüllt werden müssen. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Diabetesmedikament, was wir ab 1.7. nicht mehr aufschreiben dürfen, was keine Studie mehr gemacht hat, um zu zeigen, dass es sicher ist. Es ist aber ein gutes Medikament und wir dürfen es jetzt nicht mehr einsetzen. Also es ist insgesamt für die Diabetologie schwierig. Gibt also noch viel zu tun. Ja, das wäre ja auch nicht spannend und nicht schön, wenn das nicht so wäre. Dafür sind wir hier. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.